Heute ist der 13. April 2024. Leider mussten wir jetzt 2 Tage aussetzen wegen dem Wetter. So ganz ideal ist es heute auch nicht. Ich glaube, man kann das von dem Handy aus nicht sehen, aber es ist doch ziemlicher Sonnennebel. Gut, irgendwann müssen wir so trainieren, das nützt ja nichts. Ich lasse sie heute ein bisschen länger stehen, damit sie sich schon ein bisschen orientieren können. Normal würde ich sofort anfangen, sie rauszulassen. Heute habe ich die Entfernung wieder verdoppelt. Das heißt von 20 auf 40 Kilometer. Angesagt ist, dass wir die nächsten beiden Tage wohl auch trainieren können. Wie ich das dann mit den Entfernungen mache, überlege ich mir noch mal. Hängt auch davon ab, wie sie heute kommen. In 6 Tagen ist jetzt der erste Vorflug. Ja, ist einsetzen zum ersten Vorflug. Das heißt, ich habe noch 5 Möglichkeiten, die Tiere zu trainieren. Ist schnell vorbei, muss man schon sagen. Dann geht's los. Der erste 40 Kilometer Flug. So, sind sie da der Halle da verschwunden und ab nach Hause. Bin gespannt. Es ist jetzt 17.15 Uhr und ich muss sagen, der Vorflug von den 40 Kilometern heute hatte es in sich. Oder genauer gesagt, er hat es noch in sich. Ich bin sehr gut über die Autobahn gekommen und die erste Gruppe war nicht lange nach mir hier. Gut, ich war noch kurz zum Bäcker, trotzdem. Ich hatte gerechnet, dass die 20 Minuten später frühestens kommen, aber nee, die haben sich gut rangehalten. Das waren im Wesentlichen 2 von den Jährigen. Und die große Gruppe der erfahrenen Alten, so nenne ich sie mal. Zusammen 11 von unseren 20. Aber dann. Erstmal tat sich dann gar nichts mehr. Eine Dreiviertelstunde später kam erst einer. Noch ein paar Minuten später noch einer. Dann wieder halbe Stunde Sendepause, bis eine Vierergruppe hier aufgetaucht ist. Da war der 502 immer noch nicht da. Gut, er ist ein Jähriger. Die haben es naturgemäß etwas schwieriger. Nach einer weiteren halben Stunde oder Dreiviertelstunde kam dann endlich der 502. Man macht sich keine Vorstellung, was für Schweißausbrüche und Ohnmachtsanfälle man hier hat, wenn so ein Vogel fehlt. Ja, sein Nachbar ist noch nicht da. Und da oben ist auch noch eine Zelle leer. Ich hoffe, dass sie heute Abend noch kommen. 2-Jährige fehlen also noch. 20 hatten wir ja mit.
Mal gucken, wie das Wetter morgen ist. Dann packe ich sie wieder ein, aber zum selben Auflassplatz. Noch weiter fahre ich im Moment nicht, weil das war für einige doch ein bisschen schwierig. Ich sag mal, die erste Gruppe, die 11, die haben es richtig gut gemacht. Die könnte ich jetzt schon weiterfahren. Aber die, die ein bisschen später gekommen sind, da lasse ich das lieber erstmal noch. Und dann schauen wir mal morgen, wie es weitergeht, ne? Come here, come on, come. Come here, come. Es ist 20 nach 9 morgens. Die Witwe hat eine halbe Stunde Zeit zum Fliegen. Jetzt holen wir sie mit ein paar Körnern Futter rein. Dann kriegen sie so 15, 20 Minuten Zeit, um noch zu saufen. Und dann werden sie eingekorbt. Heute wieder nach, also auf 40 Kilometer. Wie gestern auch, da das ja gestern für einige bisschen schwerer war. Ich lasse sie auch wieder alle zusammen hoch. Ich hoffe mal, dass das dann heute besser klappt als gestern. Die beiden fehlen leider immer noch, die beiden Jährigen. Wollen wir hoffen, dass sie im Laufe des Tages noch hier auftauchen. So, dann geht's los. Und heute ist der 14. April. Wieder der Auflassplatz von gestern bei 40 Kilometer. Das Wetter ist heute ein bisschen besser wie gestern. Gestern hätte ich so 3 Minus gegeben, heute gebe ich mal 3 Plus fürs Wetter. Also sie sollten es einfacher haben als gestern. Ja, eben hatte ich noch ein kleines Erlebnis. Wir hatten unseren ersten Zuflieger. Und anhand der Vorwahlnummer, die am Fuß hing, konnte ich ermitteln, dass er quasi auf der Strecke hierher wohnt. So nur 5 Kilometer von hier jetzt. Also bei der Autobahnraststätte raus und ihn in die Hand genommen, so losgelassen und ich sag, naja, dann flieg mal los. Das war aber erstmal nichts. Der ist sitzen geblieben. So für eine Minute. Dann habe ich ihm nochmal gesagt, ja, nun muss aber mal los hier, ich will weiter und so, ne? Ja, und anstatt hochzufliegen, was macht er? Fliegt von der Hand runter auf die Erde und unter mein Auto. Läuft er da unter mein Auto rum. Gut, nach ein paar Sekunden hat das dann geschnallt und ist dann doch losgeflogen. Aber hatte ich bis jetzt auch nicht so, ne? Ja, kleine Anekdote am Rande. Und dann warten wir noch ein paar Minuten und dann geht's los. Obwohl, ich könnte die eigentlich auch jetzt schon rausschmeißen, ne? Ja, machen wir mal. Es geht los. Sind ja auch schon ein bisschen nervös, die wollen raus hier. Ja, ist er. So, einmal. Einmal. Und dreimal. Heute sind noch 18 mit. Ich nehme an, das läuft heute besser als gestern. Ja, da sind sie wieder hinter den Bäumen. Jetzt kommt wieder gleich die Halle. Und schon sind sie hinter der Halle wieder verschwunden. Ja, dann machen wir uns auf nach Hause, ne? Noch eins. Ihr seht, wir haben die Seitenwände jetzt mit den Gitterstäben. Wir haben dieses Mal in der Garage das erste Mal die Tränken dran gehangen, damit sie sich auch wieder an das Saufen durch die Gitterstäbe gewöhnen. Ne? So. Komm hier, komm. Komm mal rein, komm. So, damit dürften jetzt so ziemlich alle drin sein. Sind gerade gekommen, waren wieder gut unterwegs, muss ich sagen. Bin sehr zufrieden. So, 2 Nachzügler noch ein paar Sekunden nach dem Rest.
alle zu Hause, wie wir gerade hören. Seht ihr das? Dieses Schmecken in der Luft? Mein erster Gedanke war, dass sie Trichomonaden haben. Aber ich habe ihn gerade zum Jungtierimpfen mit zum Tierarzt genommen. Der hat vorne und hinten untersucht. Keine Trichomonaden und auch sonst gar nichts. Und ich habe mehrere hier im Schlacht, die das machen. Ich kenne das noch von früher. Hier, da ist auch wieder einer. Aber früher hieß es wohl Trichomonaden, aber die haben nichts. Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Langeweile? Mineralienmangel kann es auch nicht sein. Die kriegen hier reichlich. Wohl eher Langeweile, aber zu tun haben sie eigentlich auch. Ne? Zweimal am Tag fliegen. Der hat es auch gerade gemacht. Tja. Einige stippen so am Holz rum und an den Spanplatten. Andere machen es in der Luft. Weiß gerade nicht recht, was ich davon halten soll. Erster RV-Vorflug der Saison. Circa 85 Kilometer. Das Wetter ist so lala. Könnte ein bisschen besser sein, aber naja, für die Jahreszeit geht's wohl, ne? Schlachtpartner wartet auch und dann schauen wir gleich mal, wie es weitergeht. So, die erste ist im Anflug, das andere ist nicht unsere. Na, fliegt er noch wieder hoch? Ja, natürlich. Na, zum Glück nur Vorflug heute, ne? Wie war das? Missglückte Generalprobe und dann übernächste Woche beim Flug muss es dann passen. Da ist er wieder. Mal sehen, wer es ist. Konnte ich nicht genau sehen. 45, 195, sowas in die Richtung. Oder 31. Na, sitze. Richtig getippt. So, und dann schauen wir mal auf die nächste, ne? Thank you.
So, der zweite etwa 10, 12 Minuten nach dem ersten und das von nur 85 Kilometer. Wow. Mit dem schnell reinkommen, das üben wir auch noch mal. Ja, jetzt aber. 154 oder 197? Weiß nicht. 149. Jo, Spitzname der Bekloppte. Da ist er. Er ist die letzte Woche auch zusammen mit dem 31 immer eine halbe Stunde später reingekommen. Die waren nicht zu sehen und nix. Ja, gut unterwegs, ne? Gut am Trainieren. So, das ist der vierte gewesen. Der dritte war eben so schnell drin und direkt angeflogen, dass ich die Kamera gar nicht so schnell ankriegen konnte. Ja, und kurz danach jetzt der vierte. Dass der dritte der 32 war, habe ich sofort gesehen natürlich. Das ist sein Bruder, der 31. Ja, passt ja. Nur die Abstände sind ein bisschen groß, aber das kriegen wir die nächsten Wochen hoffentlich noch hin. Da kommt der nächste angesegelt. Nur ein paar Sekunden später. Und na, der ist auf dem Schlag. Der ist nicht auf den Ausflug geflogen. Oh, das regelt sich wohl gleich. Bis jetzt sind nur Alte da. Gut, wir haben auch fast keine Jährigen mehr. Von den ursprünglich 8 sind im Moment noch 5 übrig. Und einer ist gemeldet, der ist von dem 40 Kilometer privaten Vorflug nicht wiedergekommen, zusammen mit einem anderen Jährigen nicht, und wurde dann gemeldet von 80 Kilometer. Er ist quasi genau in die verkehrte Richtung geflogen. Tja, mal sehen, ob er sich noch wieder einfindet. Der soll die nächsten Tage dort rausgelassen werden. So, ich stelle dann jetzt die Außenaufnahmen ein. Und dann gucken wir mal, wie es beim nächsten Flug weitergeht, ne? Viel Freude. Ich hoffe, ihr kriegt sie alle ran. Bis denn. Oh.
Nachdem der ein oder andere Favorit doch ziemlich spät wieder gekommen ist, sind sie zum Glück am Ende jetzt doch alle wieder da. Hab die Weibchen gerade weggenommen, hab sie noch mal so anderthalb Stunden zusammen gehabt und alle raus gehabt, nachdem der letzte da war. Jetzt können sie fressen zum Aussuchen, dann nehme ich den Rest Futter weg. Und dann beginnt natürlich die Vorbereitung auf den zweiten Vorflug. Der wird dann 135 Kilometer betragen. Und dann sehen wir uns wieder. Nach dem Flug ist vor dem Flug. Und gestern war der erste Vorflug der RV von 80 Kilometer. Nachdem sie alle da waren, habe ich den Nummer 5 mit seiner Täubin hier hochgebracht. Zuvor hatte ich ein paar Stunden eher schon die Jungen abgesetzt, die er unten noch gefüttert hatte. Und jetzt macht er bei der Reisemannschaft wieder mit. So, und da gibt es noch eine Meldung. Nämlich ganz da hinten, der 526 war ja gemeldet und siehe da, da ist er wieder. Jetzt hatten wir gestern von 80 Kilometer Vorflug und vor einer Woche hatte ich sie auf 40 Kilometer aufgelassen und er wurde dann nochmal 40 Kilometer weiter ebenfalls von 80 Kilometer gemeldet. Das heißt, er ist jetzt auch einen Tag später als die anderen die 80 Kilometer Vorflug zurückgeflogen. Ja, hat er also gut geschafft. Und dann kann er nächste Woche wieder mit. Er ist noch ein bisschen weich im Körper, aber wir haben ja gerade gesehen, dass es funktioniert hat. Und er hat jetzt eine Woche Zeit, sich nochmal ein bisschen zu erholen. Und dann geht's wieder mit. Ja, haben wir nächste Woche sogar zwei mehr als in dieser Woche, ne? Oh, gut, dass alle wieder da sind. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hallo, wir sind nach dem ersten Vorflug und ich habe gerade mal wieder einen kleinen Fototermin mit meinen Witwern. Ich habe mir, oder mit unserem Witwer natürlich, ich habe mir zu Hause so ein kleines Fotostudio eingerichtet, damit ich die fotografieren kann und ich möchte euch mal kurz die Probleme erläutern, die es da so gibt, wenn man zahme Tauben hat, also sehr umgängliche Tauben. Versucht den mal so hinzukriegen, dass er seitlich stehen bleibt. Ich zeige euch mal, was ich meine. Hey! So, jetzt drehen wir den Block mal ein bisschen, nicht, dass das was nützen würde. So, ich habe seitlich so ein paar Fäden, an denen ich ziehen kann, um ihn zu drehen. Einmal nach links, einmal nach rechts. Aber wie man sieht, er ist so auf mich fixiert, dass er immer wieder zur Mitte geht. Ne? Oh, jetzt. Nein, wieder nicht. Und schon mal irgendwie mal ruhig stehen bleiben für eine Sekunde ist schon gar nicht. Komm mal hier, du. So. Ja, das sind so die Nebenaspekte beim Taubensport, ne? Natürlich ein Sohn vom 16, ganz klar. Aber hier mit der Schimmeltäubin 493.
Ja, ich habe jetzt den Faden in der Hand und will ziehen und er droht schon wieder zu mir hinzuspringen hier. Ja, was will man da machen, ne? Zum Glück habe ich ganz am Anfang, als er sich noch nicht so ausgekannt hat hier, ein paar Fotos hinbekommen von ihm, sodass es jetzt nicht ganz so schlimm ist. So, weiter geht's. Heute ist Donnerstag, der 2. Mai. Vor anderthalb Stunden habe ich die Jungtiere rausgelassen und bis vor ein paar Minuten hat das hier noch so ausgesehen. Nichts von den Jungen zu sehen. Vor ein paar Minuten, also vor zwei Minuten etwa, ist der große Schwung dann wenigstens wieder zurückgekommen und sitzt jetzt auf dem Dach. Ein paar sind noch auf der anderen Seite. Mein lieber Mann. Also, ich kann nur sagen, so ein Wetter ist für Brieftauben echtes Mistwetter. Keine Wolke am Himmel, strahlend blau, nicht mal die Jungen kann man mehr rauslassen. Tja, war wenigstens sind sie wieder da, oder zumindest der größte Teil. Mal gucken. Bisschen Kürze.